Einige von euch werden den Kanal Hey Wolfi kennen. Das ist ein Kanal, der auf YouTube ziemlich dämliche Regierungspropaganda verbreitet. Ein gutes Beispiel für seine Propaganda bildet das, ja, Video zum Taurus League, wo er jedem, der sich etwas kritisch mit den dort besprochenen Inhalten, die die Generäle ausgetauscht haben, beispielsweise, dass sie Monate bevor sie Pistorius über irgendwelche Angriffspläne auf russische Ziele informieren, mit amerikanischen Generälen darüber reden. Also überhaupt nicht problematisch, dass deutsche Generäle zuerst mit amerikanischen Generälen darüber reden, was sie machen wollen und nicht mit dem Verteidigungsminister, der dafür in der demokratischen Rangordnung eigentlich zuständig wäre. Ja, so könnte man darauf eingehen und so ist Dirk Bohlmann, den wir uns vor kurzem ja angeschaut haben, auch darauf eingegangen. Aber ja, Hey Wolfi will das nicht, er will lieber Propaganda machen. Seht selbst. Die Bundeswehr wurde von Russland abgehört und nun kommen immer mehr Inhalte ans Licht, die vor allem Bundeskanzler Scholz, Verteidigungsminister Pistorius und generell die Bundeswehr als solches in Bedrängnis bringen. Es ist einfach ein gefundenes Fressen für die, die seit jeher im Dienste Russlands argumentieren. Von Sarah Wagenknecht. Ja, hier. Jetzt seht ihr auch, warum ich diesen YouTuber hier gefressen habe. Der macht ja normalerweise Anti-AfD-Videos, aber die gleiche erbärmliche Propaganda gegen unser politisches Lager. Also es ist ja wirklich nichts, mit dem er hier angefangen hat. Also hier, ja, es gab diese Taurus-Leaks, aber das eigentliche Problem ist nicht, dass unsere Generäle hier einen Angriff auf Russland besprechen und zuerst mit ihren amerikanischen Vorgesetzten darüber reden und nicht mit dem eigentlich zuständigen Minister. Nein, das eigentliche Problem ist, dass wir diese russischen Propagandisten wie Sarah Wagenknecht haben, die das dann kritisieren. Bis zur AfD und ihren Influencer. Jetzt wird es richtig ernst für Verteidigungsminister Pistorius. Es wurde Strafanzeige gegen ihn und gegen die Generäle aus dem Abhörskandal gestellt, und zwar wegen Vorbereitung eines Angriffskrieges. Dazu gleich nochmal mehr, okay? Heute reden wir nämlich jetzt erstmal darüber, warum dieser Skandal eigentlich so bedeutsam ist. Denn es geht um den Taurus. Über das Verhalten von Olaf Scholz und seinen europäischen Kollegen, um die Bundeswehr und irgendwie auch darum, ob die Ukraine bald zerstört werden wird oder nicht. Also, springen wir direkt in den Call. It was a long day. Ich wollte heute zwischendrin, ich wollte das Volk nicht verärgern. Ich hätte heute mal kurz meine Kamera vom Fernseher hochheben sollen mit dem View, den man da aus meinem Hotelzimmer hat. Ich schicke dir vielleicht nachher mal ein Foto. Ja, mach mal, bin schon gespannt. Ja, das ist schon mega. Hast du dieses Hotel mal gesehen? Ist das nicht da mit den drei Säulen und der Platte oben drauf? Nee, nochmal was bitte? Gibt es so ein Hotel, wo so drei Türme sind und oben ist dann... Ja, da war ich gerade was trinken. Und da ist ja auch dieser berühmte Swimmingpool, wo du dann praktisch direkt da rumhängst. Das, was ihr da gerade gehört habt, ist ein Mitschnitt aus der Konferenzsoftware WebEx zwischen hochrangigen deutschen Offizieren der Bundeswehr. Diese Aufzeichnung gelangte wohl in die Hände des russischen Geheimdienstes, weil ein Offizier sich aus Singapur über eine offene Verbindung zuschaltete. Und inzwischen wurde dieser 30-minütige Tonschnipsel über Telegram viele Millionen Mal verbreitet, weil eben nicht alles so harmlos ist wie das Gespräch der Offiziere zu Beginn des Mitschnitts. Ich habe mir lange überlegt, ob ich für dieses Video Passagen aus dem Mitschnitt zeige, aber ich habe mich dagegen entschieden. Warum? Weil A, hier klar die Persönlichkeitsrechte der Beteiligten verletzt werden. B. Oh, die Persönlichkeitsrechte von öffentlich bekannten Generälen, die ja der Öffentlichkeit Rechenschaft schuldig sind. Das ist natürlich total wichtig. Dieser Mitschnitt durch den russischen Geheimdienst gewonnen wurde und damit C. ein Teil des asymmetrischen Krieges Putins ist. An der Echtheit der Aufzeichnung. Also, wenn die falsche Seite die Wahrheit veröffentlicht, ja, dann scheiß mal auf die Wahrheit, darüber braucht man dann nicht zu berichten, denn das hat ja die falsche Seite veröffentlicht. Also er. Mindset kein Hehl. Also wenn Russland irgendwas veröffentlicht und das in russischem Interesse ist, dann ist das böse, dann darf man das nicht verwenden. Nun gibt es aber keine Zweifel und sicherlich ist einiges, was darin gesagt wird, auch Grundlage für das, was ich im Laufe dieses Videos noch sagen werde. Dennoch weigere ich mich, das Spiel der Russen mitzuspielen. Russland nutzt nämlich diese Aufzeichnung, um gleich mehrere Dinge zu behaupten. Zum einen, dass die NATO schon lange Kriegsteilnehmer ist und dass unter anderem auch Deutschland den direkten Angriff auf russische Infrastruktur vorbereitet. Denn in dem Call
wird über den Taurus gesprochen, Deutschlands eigener Marschflugkörper, welcher bis zu 500 Kilometer Reichweite hat. Oder anders gesagt, würde es die Ukraine darauf ankommen lassen, könnte sie mit etwas Mut zur Verzweiflung den Stadtkern Moskaus angreifen, ohne das eigene Hoheitsgebiet zu verlassen. Keine andere Waffe der Ukraine ist weitreichender, als es der Taurus wäre. Viel wichtiger wäre der Taurus jedoch, um aus relativ sicherer Distanz für eigene Flugzeuge Ziele auf der Krim anzugreifen. Und ein Ziel benennen die Offiziere der Bundeswehr sogar ganz, ganz deutlich. Die Kerchbrücke. Diese ist ein wichtiger Knotenpunkt für die russischen Truppen, da über diese Brücke viele Versorgungsgüter für die Armee in die Ukraine per Zug geschafft werden. Würde man die Brücke also zerstören, wäre die Krim relativ schnell von Versorgungsmängeln bedroht. Darum versucht die Ukraine auch seit... Ja, es gibt eine Eisenbahnstrecke, die über Mariupol führt, die fast fertig ist und die Russland auch bald in Betrieb nehmen kann. Das heißt, ja, die Offiziere haben im Talk auch selber gesagt, selbst eine Zerstörung der Kertschbrücke, selbst diese 100 gelieferten Taurus würden den Krieg nicht wenden. Also das ist eigentlich schon relativ klar, dass man damit zwar ein bisschen Zerstörung anrichten würde, aber es wäre jetzt nicht die kriegsentscheidende neue Waffe. Seit langem genau das zu erreichen, mit Angriffen per Drohnen, mit Sprengladungen in Lastwagen und mit den sogenannten Storm Shadow Raketen der Briten, welche bereits in der Ukraine sind. Und was die Offiziere zu denen sagen, quasi in einem Nebensatz, ist wie ein Geschenk für Russland. Denn als es darum geht, dass man für den Generalinspekteur der Bundeswehr eine Präsentation über die Machbarkeit von Taurus-Raketen für die Ukraine erstellen möchte, erwähnt ein Offizier, dass es wohl schwierig sein dürfte, die Ukrainer rechtzeitig auf dieser neuen Waffe zu trainieren. Also müsste man wohl auf die Briten zurückgreifen, die schon Erfahrungen mit den Storm Shadows in der Ukraine gemacht hätten. Zudem hätten die Briten, so der Offizier, ein paar Soldaten vor Ort, um Flugzeuge zu bestücken. Und anschließend wird dann noch darüber diskutiert, dass man bei einer Lieferung von Taurus-Raketen die Beteiligung der Bundeswehr und der Bundesrepublik verschleiern könnte, indem man das Geschäft ja über die Herstellerfirma MBDA in Schrobenhausen abwickeln könnte. Anschließend erzählt ein Offizier zudem, dass ja jetzt schon sehr viele Zivilisten in der Ukraine rumlaufen würden, die Englisch mit einem stark amerikanischen Akzent sprechen würden. Puh. Ja, wie gesagt, der Mission ist echt und wurde bereits offiziell als echt bestätigt. Und ja, natürlich muss sich die Bundeswehr auf ein Szenario vorbereiten, in dem die Politik sich doch nach ewigem Zögern dazu entscheidet, spontan jetzt doch weitere Waffen an die Ukraine zu liefern. Weil, wenn man erst nach einer Entscheidung wirklich beginnen würde zu planen und zu überlegen, dann läge halt Kiew schon dreimal in Trümmern, bevor auch nur ein Lastwagen aus einem Magazin fahren würde. Und im besten Fall erfährt der Gegner eben erst von so einer Waffenlieferung, wenn sie ihm bereits um die Ohren fliegt. Das ist die militärische Realität. Politisch und gesellschaftspolitisch, da ist das dennoch übel. Weil wenn Offiziere der Bundeswehr darüber diskutieren, wie man auch die öffentliche Wahrnehmung täuschen könnte, um durchaus umstrittene Lieferungen des Taurus zu realisieren, dann sollte man das auch nicht beschönigen. Immerhin sind gut 56% der Deutschen gegen die Waffenlieferungen. Wobei hier die Aufschlüsselung nach... Ja, ich hoffe, er kommt noch zu dem relevanten Punkt, dass die Offiziere diesen Plan, wie sie die Taurus genau in die Ukraine liefern wollen, genau ja alles organisiert werden soll, dass sie den zuerst mit den Amerikanern abgesprochen haben und nicht mit ihrem eigenen Minister. Also... Das ist doch ein extrem relevanter Punkt. Das zeigt doch auch mal, wer in Deutschland über wichtige außenpolitische Entscheidungen zu entscheiden hat. Dass das nicht die Bundesregierung ist, sondern eben die US-Regierung. Parteien durchaus interessant ist. Denn gerade die stark Russland zugewandte und pro-russische AfD, deren Mitglieder teilweise engste Beziehungen in die russische Oligarchie pflegen, hat ihre Anhänger schon auf Spur gebracht. 87% von ihnen sind laut Statista.de gegen die Lieferung von Taurus-Raketen. Deutlich, deutlich mehr als die Anhänger aller anderen Parteien. Und auch wenn das jetzt eine Behauptung meiner Seite ist, ich denke schon, dass wir hier eben den anderen Aspekt der asymmetrischen Kriegsführung Russlands erleben. Während nämlich in der Ukraine die Bomben fallen und russische Soldaten zu Hunderttausenden einfach geopfert werden, führt Russland einen deutlich erfolgreicheren Cyberkrieg,
der Propaganda, der Manipulation und der Meinungsmache im Internet und in unseren politischen Gremien. Und das funktioniert gerade in Deutschland mit der AfD hervorragend. Und auch das politische Vorfeld der AfD ist ganz auf einer Linie mit Wladimir Putin. Wie auch Jürgen Elsässer zum Beispiel, der unter anderem Gründer des rechten Compact Magazins und des rechtsextremen Netzwerks 1% ist. Und das führt uns jetzt zurück zu Alex Raue und seinem Vermietertagebuch vom Anfang des Videos. Nochmal leider für euch zur Erinnerung. Und da sich die Krimbrücke das heißt, dieser wichtige Punkt, dass die Offiziere zuerst mit den Amerikanern gesprochen haben und nicht mit dem zuständigen Minister. Nicht mit Boris Pistorius, der wird jetzt weggelassen. Das finde ich interessant. 2014 auf russischem Territorium befindet, wäre das ein Angriff direkt auf Russland. Und damit ist selbstverständlich der Straftatbestand der Vorbereitung eines Angriffskrieges erfüllt. Im Völkerstrafgesetzbuch gibt es nämlich den Paragraph 13 mit dem Namen Verbrechen der Aggression. Dort steht Absatz 1, wer einen Angriffskrieg führt oder eine sonstige Angriffshandlung begeht, die ihrer Art, ihre Schwere und ihren Umfang nach eine offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten Nationen darstellt, wird mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe bestraft. Ja, das Völkerstrafgesetzbuch gilt für westliche Industriestaaten in der Regel sowieso nicht. Also, theoretisch müsste es auch für sie gelten, aber vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag werden sowieso nur afrikanische Staatsführer oder Staatsführer aus irgendwelchen anti-westlichen Staaten abgeurteilt und keine westlichen Staatsführer. Also, das sollte man, glaube ich, noch dazu sagen. Also, es ist jetzt völlig egal, ob Raue hier recht hat oder nicht, aber der Westen ist halt global noch so dominant, dass er mit allen Kriegsverbrechen mehr oder weniger davonkommt und es völlig egal ist, ob er sich an solche Verträge hält. Unabhängig von dem konkreten Fall. Also das kann man auch auf andere Fälle beziehen. Oh Mann, aber es hilft ja nichts. Also, Alex Raue ist mal wieder nicht in der Lage, auch nur den einfachsten Satz zu lesen. Dennoch zeigt es schön, wie pervers die Situation ist. Denn Elsässer erstattet eben nicht Anzeige, sondern möchte eine Petition einreichen, welche anschließend in eine Anzeige gegen Verteidigungsminister Pistorius und die anderen beteiligten Offiziere der Bundeswehr münden soll. Am Ende ist die Begründung kompletter Bullshit. Und Elsässer möchte damit einfach ein paar Abos und Newsletter-Teilnehmer ködern. Für Raue ist aber klar, der Minister wird jetzt angezeigt. Aber am Ende ist es egal, was Raue oder Elsässer sagen, weil es nicht ihre Worte sind, sondern die des Kremls. Und der hetzt. Es sind nicht ihre Worte, sondern die des Kremls. Ja, ich finde, Leute, die so argumentieren, die sollte man als NATO-Propagandisten bezeichnen. Das hier sind nicht die Worte, wie das hier sind die Worte der NATO. Das sind Worte, die wurden direkt im deutschen Verteidigungsministerium geschrieben, beziehungsweise in irgendwelchen Thinktanks, die vom westlichen Großkapital finanziert werden. Merkt euch das. Also das sind nicht seine Worte hier. Er verbreitet nur die Propaganda anderer weiter. Ich finde, den Vorwurf sollte man gegen alle, die das gegen uns erheben, oder ja, hat er ja gegen uns erhoben, indem er es gegen Sarah Wagenknecht vorhin erhoben hat. Den Vorwurf sollte man einfach zurückgeben. Jetzt sehr erfolgreich seine treu doofen Helfer und Helfershelfer ins Feld, um folgendes Narrativ zu verbreiten. Russland ist ein Opfer von NATO-Aggression, und Länder wie Deutschland planen heimlich den Angriff auf das Land. Das klingt komplett hirnrissig und jeder Mensch mit zwei Gehirnzellen kann das wohl auch richtig einordnen. Aber diese russische Propaganda verfängt sich leider in den Köpfen von Tausenden. Wenn man zum Beispiel nur die Kommentare unter Raues Video überfliegt, ja, da könnte man schon den Glauben an die Menschheit und alle ihre Nachkommen für immer verlieren. Für immer. Daher finde ich die Reaktion. Uns mal diese erbärmliche Propaganda von Hey Wolfi hier an und wie gesagt, er hat nicht erwähnt, dass diese Offiziere zuerst, man kann es nicht häufig genug sagen, mit den Amerikanern über ihre Pläne gesprochen haben und den deutschen Minister informiert haben. Also viel eindeutiger geht's doch gar nicht, dass wir in einem US-Vasallenstaat leben. Aber das hat er in dem Video hier nicht erwähnt, so als würde es keine Rolle spielen. Ja, gucken wir mal die Kommentare durch. Zurzeit könnte man nur noch heulen. Putin, Trump, Weltmacht, so krank. Wolfi bleibt dran. Solche Leute wie ich brauchen wir hier, bla bla bla. Ach Gott. Die Generäle haben einfach ihren Job gemacht. Ja, mit den USA irgendwelche Angriffspläne auf Russland zu besprechen
bevor man mit dem zuständigen deutschen Minister darüber spricht. Also mit dem tiefen Staat aus den USA zuerst zu reden, danach mit dem zuständigen deutschen Minister, das ist einfach ihren Job machen. Also wie kann man so gebrainwashed sein wie dieses Publikum hier? Also dieser Wolfi, der hat sich hier wirklich eine Community aus Ja-Sagern und NPCs herangezogen. Das ist extrem traurig. Torius, gut. Der hat nämlich Folgendes zu der ganzen Situation gesagt. Ich verstehe einerseits die Verärgerung über das, was geschehen ist, die teile ich. Aber deswegen habe ich ausdrücklich von Besonnenheit gesprochen. Wir dürfen Putin nicht auf den Leim gehen, jetzt aufgeregt zu reagieren, alle möglichen Spekulationen in den Raum zu stellen, Hypothesen aufzustellen, die bislang durch nichts gestützt werden, ist genau das, was Putin erreichen will, dass wir uns hier auseinandertreiben lassen. Putin nicht auf den Leim gehen. Das ist wohl wirklich das Gebot der Stunde. Also deutsche Generäle besprechen zuerst mit US-Offiziellen, wie man an den Augen der Öffentlichkeit vorbei Taurus an die Ukraine liefert. Mit Briten, also mit Hilfe von Briten, die schon vor Ort sind. Also sie geben damit auch noch offen zu, wie weit die USA und Großbritannien in diesen Krieg schon involviert sind. Also etwas, was von der Regierung der NATO bis vor kurzem noch abgestritten wurde. Aber anstatt das zu kritisieren, kritisiert man jetzt den russischen Geheimdienst dafür, dass er seine Arbeit gemacht hat und den Feind abgehört hat. Also ja, dafür ist der russische Geheimdienst da. Das ist nicht, wofür man ihn kritisieren braucht. Man kann es auch von der anderen Seite sehr wohl sehen. Warum sind die Russen so dahinter, jede Unterstützung der Ukraine durch die NATO-Staaten, vor allem durch Russland, zu verhindern? Vielleicht, weil Deutschland, auch wenn es viele Nationen Europas etwas herunterspielen, eben doch der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine nach den USA ist. Würde man Deutschland als Unterstützernation ausschalten und würde es vielleicht sogar klappen, in den USA nochmal so ein Husarenstück der Wahlbeeinträchtigung wie bei der ersten Wahl von Donald Trump hinzulegen? Es gab keine russische Wahlbeeinträchtigung. Das sind Fake News. Also hey, Wolfi denkt sich hier gerade irgendeine Scheiße aus, die nicht stimmt. Also, was soll man dazu noch sagen? Diese ganze Russia-Gate, das ist eine Propagandageschichte der Demokraten, um gegen Donald Trump zu hetzen und irgendwelche lächerlichen Impeachment-Verfahren hochziehen zu können. Dann wäre die Ukraine erledigt. Schon heute fehlt es an Munition und Material, weil es die NATO-Staaten einfach nicht geliefert bekommen, obwohl sie es versprochen haben. Würde Deutschland und die USA ihre Unterstützung zurücknehmen, zurückfahren oder sogar beenden, der Ukraine würde am Ende ganz schnell und einfach die Munition ausgehen, die aktuell noch die russische Armee mit ihren endlos scheinenden Massen an Fußsoldaten noch einigermaßen zurückhält. Und das war der große Plan Putins von Anfang an, seitdem seine 3-Tage-Mission so verheerend gescheitert ist. So lange eben durchhalten, bis dem Westen die Puste ausgeht. Und seitdem werden die NATO-Staaten nahezu alle mehr oder weniger fest von willigen Meinungsmachern, Influencern, Parteien und Medien jeden Tag mehr und mehr gewürgt, damit diese Atemnot eher früher als später eintritt. Und besonders fest sind diese Kräfte leider in Deutschland. Die Diskussion darüber aber, wie sich die Bundeswehr hat so einfach abhören lassen, die müssen wir führen. Genauso wie die Diskussion darüber, ob wir bereits genug tun für die Ukraine. Bloß nicht darüber diskutieren, warum die Bundeswehr, diese Generäle darüber diskutiert haben, die Öffentlichkeit zu täuschen und über diesen Plan zuerst mit ihren amerikanischen Vorgesetzten, wahren Herren, darüber bloß nicht reden. Ich meine, das ist ja russische Propaganda, damit gehen wir ja Putin auf den Leim, wenn wir über die eigentlichen Probleme reden würden. Meine Fresse, ist das absurd. Die uns aber Russland und seine nützlichen Idioten aufzwingen wollen, die sollten wir nicht führen. Vielmehr sollten wir diese Menschen auch als solche bloßstellen. Weil ich bin fest davon überzeugt, sollte die Aggression Russlands nicht mit einer Niederlage in der Ukraine enden, dann ist das erst der Beginn von vielen weiteren Kriegen und Konflikten, die auf kurz oder lang dann auch die NATO direkt in den Krieg ziehen werden. Weil schon heute spricht das Putin-Regime davon, dass auch das Baltikum und Polen keine Existenzberechtigung haben. Das ist eine Lüge. Putin hat gesagt, dass er Polen nicht angreifen wird, wenn Polen Russland nicht angreift. Das gleiche gilt fürs Baltikum. Das hat er im Interview mit Tucker Carlson eindeutig so gesagt. Es ist die gleiche Rhetorik, die zu Hier blendet er sogar das Zitat ein. Und er behauptet dann einfach das Gegenteil. Also das ist Desinformation, was ihr hier gerade seht. Und so viel Tod in der Ukraine geführt hat. Und das muss man auch so klar sagen. Und auch den Elsässern und Rauis dieser Welt zurufen. Ihr redet immer von Frieden.
aber unterstützt doch das Regime, welches zuletzt so viel Krieg... Nein, niemand unterstützt, also keine Ahnung von Rau und Elsässer, aber nein, das ist ein Strohmann, das ist Bullshit. Leid provoziert hat, welches im Bett liegt mit der Hamas, mit dem Iran, mit der Hisbollah oder Nordkorea. Ihr verkauft Hass und Unterdrückung als Freiheit und Meinung. Das Land hat außenpolitische Beziehungen zu anderen Staaten. Zum Beispiel zu Nordkorea. Wie kann Russland es wagen, sich so auszusuchen? Das ist ja unfassbar. Aber ihr seid... Also ihr seht hier nur moralische Abwertung, wirklich auf die absurdest mögliche Art und Weise. Also beim Westen, da könnte man dann solche Vorzeigedemokratien wie Saudi-Arabien vorzeigen. Jetzt auch nicht für die Einhaltung demokratischer Standards oder eine friedensfördernde Außenpolitik bekannt sind. Seid nur der austauschbare Wurmfortsatz eines Terrorstaates, der euch jederzeit wegwerfen wird, wenn ihr ihm nicht mehr nutzt. Vielleicht versteht ihr... Also, hey Wolfi bezeichnet Leute, die einfach friedlich mit Russland Handel treiben wollen und friedlich Beziehungen mit Russland wollen, als Wurmfortsatz eines Terrorstaates. Ja, was soll man zu solchen Leuten sagen? Das sind widerliche Propagandisten. Diese Leute hassen uns, sie hassen den freien Diskurs. Sie wollen uns unmöglich machen. Tretet ihnen entgegen, wo ihr sie seht. Das. Besser früher als später. Bis dahin. Danke auf jeden Fall. Danke an euch fürs Zuschauen. Ihr seht an dieser Stelle einen der widerlichsten Regierungspropagandisten, der auf YouTube unterwegs ist. Hey, Wolfi, sein Name, wirklich furchtbarer Kanal. Dislike die Videos, sagt ihm, furchtbare Arbeit macht und ja, haltet euch von so etwas Gefährlichem fern. Wie gesagt, ich habe gesehen, wie viele linke Kanäle auf diese katastrophale Propaganda hier in der Vergangenheit reagiert haben und da nicht klar genug Gegenrede geleistet haben, meiner Meinung nach. Ja, wenn ihr da im Chat seid, dann verweist gerne auf solche Videos. Das hier ist ja wirklich sehr entlarvend. Also vor allem, weil er hier auch ziemlich eindeutig gegen unser Lager schießt. Also seine, sein Front gegen Sarah Wagenknecht, der war ja am Anfang sehr, sehr klar und deutlich. Warte, jetzt habe ich sie nicht mehr drin, aber ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Wie gesagt, wirklich, Kanal, haltet euch davon fern. Viel mehr bleibt mir dazu nicht zu sagen.